Lasset uns beten. Herr, du hast uns gestärkt durch das Sakrament deines Sohnes. Mache das Werk deiner Kirche fruchtbar und enthülle durch sie den Armen das Geheimnis unserer Erlösung. Denn die Armen hast du vor allen dazu berufen, einen Teil zu haben an deinem Reich. Durch Christus, unseren Herrn. Bevor der Gottesdienst zu Ende geht, gratulieren Kardinal Lehmann verschiedene Gäste aus den Kirchen. Zunächst spricht Erzbischof Nikola Eterovic, der apostolische Nuntius, als Vertreter des Papstes in Deutschland. Liebe Priester, Diakone und Ordensleute, verehrte Vertreter der anderen christlichen Kirchen und Gemeinschaften, sehr geehrte Repräsentanten aus Religion, Politik und Gesellschaft, liebe Schwestern und Brüder. Wie kann ich den Herrn all das vergelten, was er mir Gutes getan hat? Auf diese Frage antwortet der Psalmist: Ich will den Kelch des Heils erheben und dann rufen den Namen des Herrn. Mit dieser Dankmesse erheben auch Sie, liebe verehrte Eminenz, den Kelch des Heils und rufen den Namen des Herrn an. Das ist die beste Weise, um dem guten und barmherzigen Gott für alle Gaben zu danken, die er Ihnen in seiner Güte geschenkt hat. Als Erste das Geschenk des Lebens, das Gott Ihnen durch Ihre Eltern von 80 Jahren gegeben hat. Nach einer guten theologischen, geistlichen und kulturellen Vorbereitung wurden sie am 10. Oktober 1963, so vor 43 Jahren, in Rom zum Priester geweiht. In dieser schönen Kathedrale, die dem heiligen Martin geweiht ist, haben sie durch ihren verehrten Vorgänger, Bischof Hermann Kardinal Volk, vor fast 33 Jahren, am 2. Oktober 1983, die Bischofsweihe empfangen. Der heilige Papst Johannes Paulus II. Hat sie gemeinsam mit dem derzeitigen Bischof von Rom, dem heiligen Vater Franziskus, am 21. Februar 2001 in das Kardinalskollegium berufen. Für alle diese Gaben der göttlichen Vorsehung danken wir mit Ihnen Gott, dem Vater, Sohn und dem Heiligen Geist. Die anderen Redner werden ihre wertvollen theologischen Beiträge und ihren pastoralen Dienst in der Ortskirche von Mainz und als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz von 1987 bis 2008 würdigen. Als Vertreter des obersten Pontifex drängt es mich, Ihnen im Namen des Bischofs von Rom und Hirter der Universalkirche für den beachtlichen Dienst zu danken, den Sie für den Stuhl Petri und die Kongregationen der römischen Kurie und Organe des Heiligen Stuhls geleistet haben. Auch ich hatte die Freude, Sie in Rom persönlich kennenzulernen, besonders im Verlauf der Versammlungen der Bischofssynode, an denen Sie verschiedene Male teilgenommen haben. Die Gnadenhandlung der Eucharistie ist das herausgehobene Gebet, in dem der Priester den Kelch des Heils erhebt und den Namen des Herrn anruft. Dieses Gebet bleibt Ihnen, Eminenz, auch in der Zukunft, nachdem Sie Ihren Dienst als Bischof dieser verehrten Diözese und als Ordinarius des Heiligen Stuhls von Mainz beendet haben werden. Der Heilige Vater hat Ihr Rücktrittsgesuch mit dem heutigen Tag angenommen, was um 12 Uhr heute offiziell veröffentlicht werden wird. Der Dienst des Gebetes für die Ortskirche, für die katholische Kirche in Deutschland und der ganzen Welt ist Ihnen in den kommenden Jahren
die ihnen von der göttlichen Vorsehung geschenkt werden, als vornehme Aufgabe anvertraut. Zu diesem feierlichen Anlass wenden wir uns an den dreieinen Gott mit den Worten, die er selbst uns durch den Psalmisten gegeben hat, und rufen voller Dankbarkeit. Ich will dir ein Opfer des Dankes bringen und anrufen den Namen des Herrn. Ich will den Herrn, meine Geliebte, erfüllen offen vor seinem ganzen Volk, in den Vorhöfen am Haus des Herrn, in deiner Mitte, meins. Vielen Dank. Reinhard Kardinal Marx, er ist Erzbischof von München-Freising. Er ist aber heute vor allem der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und er spricht Liebe für die deutschen Bischöfe. Brüder und Schwestern, verehrte Anwesende und Mitfeiernde hier und an den Bildschirmen, lieber Kardinal Karl Lehmann, im Namen der Deutschen Bischofskonferenz möchte ich dir unsere herzlichen Glück- und Segenswünsche bringen zur Vollendung des 80. Lebensjahres. Es ist etwas inflationär geworden, das Wort Ära, aber an dieser Stelle darf man es benutzen, über 20 Jahre Vorsitzender der Bischofskonferenz. Das ist auch im weltkirchlichen Maßstab einmalig und ungewöhnlich. Und wir alle sind sehr dankbar dafür, dass du die Bischofskonferenz immer wieder zusammengeführt und weitergeführt hast in den Herausforderungen der Zeit. Da wäre viel zu sagen, aber nicht in 2 oder 3 Minuten. Ich möchte es auf andere Weise tun. Ich möchte so sagen, jeder Mensch ist ein Geschenk Gottes an die ganze Welt. Aber wie wird ein solches Geschenk wirksam? Wie wird es wirklich strahlend und leuchtend? 3 Dinge sind nötig. Einmal die Begabung, die der liebe Gott uns mitgibt. Da können wir einiges tun, aber nicht alles. Dann die Zeitstunde, in die wir hineingestellt sind. Und dann der Wille, die beiden Punkte zusammenzubringen. Die Begabung in die Herausforderungen der Zeit hineinzustellen, sich ganz hineinzugeben in die Aufgabe, die jetzt notwendig ist. Das haben wir bei dir erlebt, lieber Karl, und das ist uns auch Ansporn als Bischöfe in Deutschland. Und ich denke, das gilt für alle, die eine Aufgabe, eine Führungs-, eine Leitungsaufgabe haben, diese 3 Punkte in Erinnerung zu behalten und immer wieder zu beherzigen. Die Gaben, die Zeitstunde analysieren und dann auch wirklich sich einbringen in die Aufgaben. Was gibst du uns mit auf den Weg? Auch da 3 kleine Punkte, denke ich. Viele Punkte könnte man nennen, aber 3 möchte ich nennen. Ein wichtiger Punkt, den ich mitnehme, denke auch die anderen Bischöfe können das bestätigen, die große Menschenfreundlichkeit. Wir haben es eben wieder in der Predigt gehört, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Der Sinn der Kirche ist, Menschen die Liebe Gottes zu zeigen, sichtbar zu machen, erfahrbar zu machen. Der 2. Punkt, den er uns immer wieder vor Augen gestellt hat in der Konferenz, die Wichtigkeit der Theologie, das Nachdenken, Gebet und Nachdenken. Eine Kirche, die nicht theologisch Substanz hat, wird einen schweren Weg in die Zukunft gehen. Wir brauchen die theologische Reflexion, das theologische Weiterdenken. Und ein 3. Punkt, die Kollegialität, die Mitbrüderlichkeit. Im Konzil hieß es ja, die affektive und die effektive Kollegialität, also die menschliche, brüderliche, geschwisterliche Art und Weise des Umgangs, aber auch die Zielorientierung, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, auch in rechter Weise erreichen. Ich kann sagen, Karl, insofern bist du für uns alle ein großes Geschenk gewesen und bleibst es noch hoffentlich viele Jahre. Möge der Herr dir all diese Jahre, die kommen, segnen. Der Beifall zeigt, wie sehr die Mainzer ihren Kardinal lieben. Kirchenpräsident Volker Jung von der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.